So. Ich werde heute was über Elbe erzählen, Embedded Linux Build Environment. Stichwort, man hat irgendein Embedded-System und will dort ein Linux draufbringen, das, was die meisten kennen werden, deswegen steht es auch im Titel, ist ein Raspberry Pi. Wer hat schon mal für einen Raspberry Pi selber ein Image gebaut und nicht nur eins runtergeladen? Na, immerhin, das ist super. Weil problemlos ist halt, dass man oft nur sehr große Images kriegt, die man runterlädt und manchmal gar nicht so viel braucht, wenn man keine Grafik braucht zum Beispiel. Also was ist es? Wir wollen ein Root-File-System bauen für ein Embedded-System und nach Möglichkeit nicht alles cross-kompilieren. Sie alle kennen das wahrscheinlich, dass es diverse Toolkits gibt, mit denen man dann cross-kompiliert das Root-File-System erzeugt. Das hat den riesen Nachteil, die Software, die da drauf kommt, ist meistens schon sehr abgehangen und man ändert das nicht gerne, weil man sonst das Cross-Compiling funktioniert halt oft nicht. Man muss den einen oder anderen Tweak machen, weil die Software nicht so gut geschrieben ist, dass sie sauber cross-kompiliert. Und dann hat man immer das Problem, das will man so schnell nicht wieder machen. Und dann ist die Software alt, die da drauf ist und hat halt Security-Probleme. Was wir also hier wollen, das tut das Elbe. Kurz vorausschicken, das ist ein Tool, was ich selber kennengelernt habe vor 2 Jahren auf den Chemnitzer Linux-Tagen. Wird entwickelt von einer deutschen Firma im Wesentlichen als Open-Source-Projekt und ich bin eigentlich selber Anwender, inzwischen aber auch mit ein paar abgeschlossenen Projekten. Das heißt, wir wollen eigentlich Debian nehmen, was uns alles schon vorkompiliert liefert und das auf das Embedded-System bringen. Debian ist natürlich inhärent Cross-Plattform, das heißt, wir kriegen Debian-Distributionen für den ARM in verschiedenen Varianten. ARM hat leider bei dem Floating Point diverse verschiedene Varianten gehabt. Debian hat sich eine bestimmte Floating Point-Variante auserkoren, das ist die ARM-HF-Plattform für Hardware Float. Wenn man kein Floating Point hat im Prozessor, dann gibt es die ARML für Little Endian, halt einfach umgedreht. Die hat kein Hardware Floating Point in Debian. Und wenn man jetzt für den Raspberry Pi was baut, der hat einfach eine alte Floating Point Engine, die vom Debian ARM HF noch nicht unterstützt ist. Und deswegen gibt es das Raspbian, die Distribution, die halt für den Raspberry Pi für dieses alte Hardware-Float, was vom GCC-Compiler eh unterstützt würde, das ganze Debian-Repository nachbaut. Das ist der Hintergrund, warum gibt es für den Raspberry Pi kein Debian. Das ist der Grund dafür. ARML aus Debian würde laufen, aber halt ohne Hardware-Floating-Point-Unterstützung. Gut, also wir wollen aus Debian installieren, das Cross-Plattform tun, das heißt, ich will auf einem normalen Desktop-PC, typischerweise heute eine AMD64-Plattform, aber mit i386 läuft das auch noch, eine Cross-Plattform-Installation machen, die dann nachher auf meinem Embedded-Device läuft. Und das Schöne dran, was wir hauptsächlich wollen, ist, wir drücken auf den Knopf und das Ding tut das nochmal. Ja? Also es soll reproduzierbar sein, ich möchte das heute tun und morgen vielleicht mit leicht geänderter Software wieder tun oder einfach nur, weil ich weiß, es ist ein Security-Problem in der Software, die ich verwende. Ich möchte wieder auf den Knopf drücken und bekomme ein neues Image raus mit den Security-Updates, die beim Debian eh mitkommen. Was auch sehr praktisch ist an dem Ding, es baut eine Source-CD, wo die ganzen Sourcen drauf sind. Dazu habe ich eine eigene Folie und wie schon erwähnt, Security-Upgrades ist ein wichtiger Motivationsfaktor. Wie geht's? Wir haben eine XML-Beschreibung. XML ist jetzt nicht so die schöne Sprache, aber das haben die halt gewählt. Man kommt rein. In diesem XML-File spezifiziert man, was mein Target-Format ist, also wie mein Target-Image ausschauen soll. Da kann ich zum Beispiel einfach ein Target-Z machen, wo die ganzen installierten Pakete dann nachher drin sind. Das ist zum Beispiel dann sehr sinnvoll, wenn ich über NFS boote und mir so ein NFS-File-System herrichte. Also NFS ist Network-File-System. Dann kann ich mein Embedded-System mit einem NFS-Remote
Volume betreiben und dort kann ich das ganze Target-Set auspacken auf dem NFS-Server und habe alles, was ich dort reingebaut habe, drin. Ist besonders, wenn man noch am Entwickeln ist, eine gute Idee, weil man dann Dinge ausprobieren kann, Dinge ändern kann am NFS-Server und wenn man fertig ist mit Ändern, drückt man wieder auf den Knopf und produziert ein neues Image. Man kann für SD-Karten mit einem ganz normalen DOS, MS-DOS, FAT-Filesystem, nicht FAT-Filesystem, sondern Partition Table, also der alte MS-DOS Partition Table, eine SD-Karte bauen. Das ist das, was zum Beispiel der Raspberry Pi mag. Da hat man dann einfach die Standard-Partitionen, die man früher hauptsächlich auf Festplatten hatte. Heute verwendet man andere Partitionsschemata. Und nicht zuletzt, für Deeply Embedded Systeme hat man heute UBFS. Das ist eigentlich ein Filesystem, was sehr gut mit Flash-Speichern umgehen kann, wo Blocks nicht ständig überschrieben werden, wie das zum Beispiel Standard-Filesysteme unter Linux wie ein Extended 2 oder 3 machen, sondern es wird immer hinten dran geschrieben und markiert, was noch gebraucht wird davon. Und das führt dazu, dass das Flash nicht so schnell verbraucht wird, weil Flash-Speicher kann man ja nicht beliebig oft schreiben. Das ist typischerweise für Flash-Speicher, die nicht gekapselt sind nach außen. Wir kennen alle die Harddisks, die ausschauen wie eine Harddisk und in Wirklichkeit innen drin Flash-Speicher sind. Die verhalten sich auch nach außen wie eine Harddisk, sondern wirklich Flash-Speicher, den man nicht einfach sequenziell beschreiben kann. Liegt eine ganze Batterie an Treibern dafür für verschiedene Flash-File-Systeme. Es gibt dann auch unterschiedliche Technologien, NAND-Flash und NOR-Flash. Typischerweise kann man die NOR-Flashes ein bisschen häufiger beschreiben. Das wird dann von diesem Elbe-Tool erzeugt, so ein UBI-File-System, was ich 1:1 in so einen Flash-Speicher tun kann. Optional will man noch einiges feintunen. Ich möchte zum Beispiel, habe irgendein Paket aus Debian, wo ich nicht die Standard-Debian-Konfiguration haben will, dann in meinem Embedded-System. Das heißt, ich kann dann nach dem Debian-Installer Regeln laufen lassen, die mir zum Beispiel einen Config-File erzeugen oder ändern. Oft will man auch auf dem Deeply-Embedded-System einiges runterhauen, weil ich halt nicht so viel Platz habe. Das macht man auch in diesem Feintuning-Step. Ein Beispiel dafür ist, ich brauche auf dem Embedded-System üblicherweise keine Manual-Pages oder User-Share-Doc, wo haufenweise Dokumentation ist. Schön wäre es natürlich, wenn ich dafür Platz hätte, aber auf den meisten Embedded-Systemen hat man diesen Platz halt nicht. Wie funktioniert es, dass das Ganze diese Reproduzierbarkeit kriegt? Erstmal, es wird alles in virtuellen Maschinen gebaut und zwar KVM oder QEMU. QEMU, wie vielleicht einige wissen, kann auch Cross-Architektur emulieren. Das heißt, ich kann mit einem QEMU nicht nur auf einem x86 oder AMD 64 wieder einen x86 oder AMD 64 emulieren, sondern ich kann auch zum Beispiel einen ARM emulieren. Und das brauche ich in dem Fall. Und was das Ding dann tut, es erzeugt erstmal eine native VM mit der gleichen Architektur wie mein Host, also typischerweise AMD 64. Und in dem drin wird dann alles gebaut. Warum tut man das? Weil man halt am Host üblicherweise alle möglichen Pakete installiert hat. Dort gibt es ein User-Local, wo vielleicht von Hand irgendwas installiert worden ist. Und wir wollen hier ganz klar auf Reproduzierbarkeit, also nichts von Hand installiert haben. Und weil wir nicht wissen, was auf dem Computer von dem Anwender, der da das baut, ist, wird also hier eine eigene VM gemacht, um die Reproduzierbarkeit zu bekommen. Das muss man aber nur einmal tun. Das heißt, ich erzeuge diese VM einmal und kann später dann damit beliebig oft Images für meine Target-Architektur oder meine Target-Architekturen, wenn ich mehrere verschiedene ARM-Architekturen, ARM-Boards zum Beispiel habe, kann ich das damit machen. Dann gibt es eine Cross-VM, in der läuft dann der Debian-Installer. Das heißt, der Debian-Installer glaubt, er installiert in eine echte Hardware mit der Zielarchitektur, für die dieser Debian-Installer gebaut ist.
Und dieses Image ist dann nachher das, was auf dem Target landet. Und diese Cross-VM ist innerhalb dieser nativen VM. Also wir haben zwei geschachtelte virtuelle Maschinen. Und das Feintuning läuft dann eben auch in dieser Cross-VM. Der Nachteil davon ist, es ist relativ langsam. Das heißt, wir alle wissen, wie lange es dauert, ein Debian zu installieren. Der Vorteil ist natürlich, auf einem Embedded-System habe ich nicht so viele Pakete wie auf einem Standard-Desktop-System. Dadurch geht es deutlich schneller, aber es ist immer noch relativ langsam. Der Vorteil hier, und deswegen wurde die Zielarchitektur so gewählt, ist halt Reproduzierbarkeit. Ich will, dass das nächste Mal wieder das Gleiche rauskommt, wenn sich nicht am Debian-Mirror was geändert hat. Dann habe ich schon erwähnt, wir können auch Sourcen paketieren. Sie alle wissen, dass es halt Lizenzen gibt, die mir untersagen, einfach nur ein Binärpaket weiterzugeben, wo ich halt zusätzlich verpflichtet bin, zumindest auf Verlangen des Kunden den Source-Code dazu zu liefern. Und Elbe tut das jetzt. Das heißt, baut mir eine Source-CD, wo die Sourcen von allen diesen Debian-Paketen, wie sie eben Debian auch mitliefert, weil sie das ja auch müssen, zusammenpaketiert und damit eine lizenzkonforme Auslieferung ermöglicht. Wir alle kennen das von WLAN-Routern, also wie viele WLAN-Router oder irgendwelche Embedded-Devices gibt es, wo es ganz schwierig ist, an die Sourcen ranzukommen, wo es teilweise Gerichtsverfahren gegeben hat, bis die Hersteller dann die Sourcen entsprechend wieder freigegeben haben, obwohl sie dazu verpflichtet sind, auf Anfrage diesen Source-Code dazuzugeben. Der Grund ist nicht, dass die böse sind, sondern der Grund ist typischerweise, dass das halt aufwendig ist, diesen Source-Code in einer Form zu liefern, dass man als Kunde oder Anwender, der an seinem Device rumhacken möchte, diesen Source Code auch verwenden kann. Das heißt, es ist Aufwand, den so zu paketieren, und deswegen ist es eine sehr große Hilfe, dass das Elbe Tool hier diese Möglichkeit bietet, eine eigene Source CD zu machen, die ich dann jemand, der den Source Code möchte, auf Verlangen zuschicken kann oder die ich einfach dazu packe, ja, für mein Embedded Device. Das Schöne außerdem an dieser Source-CD ist, wenn ich das Binär-Image wieder exakt reproduzieren will, kann ich das mit dieser XML-Config-Datei und dieser Source-CD machen, indem ich einfach als Debian-Mirror diese Source-CD angebe, und dann wird genau von dieser Source-CD alles wieder runter installiert und entsprechend erzeugt. Dann sind halt nicht nur die Sourcen oben, sondern auch die Binärpakete. Die native VM, die nennt Elbe die Init-VM, also die initiale VM, diese erste äußere VM, wird auch in diesem XML-Config-File beschrieben. Und die spezifiziert in erster Linie mal, von welchem Debian-Mirror das kommt. Damit muss ich nicht übers Netz installieren, sondern kann mir meinen lokalen Debian-Mirror machen, was insbesondere dann, wenn ich das öfter tun möchte, eine sehr große Geschwindigkeitsgewinn bringt, dass man halt aus dem lokalen Netz installiert. Ich kann die Suite wählen, das heißt, ich kann zum Beispiel Cross installieren, das heißt, ich kann Elbe installieren unter Debian Jesse. Und zum Beispiel für Debian Testing, also Jesse ist das aktuelle Debian Stable, und kann für ein Debian Testing ein Image machen für mein Target. Wir können mehrere Mirrors angeben, insbesondere kann ich einige der Elbe-Tools, die noch nicht im Standard-Debian-Repository sind, vom Elbe-Mirror holen, weil ich halt zusätzliche Software da brauche in dieser VM drin. Und dann kann ich auf dieser laufenden VM noch einige Dinge konfigurieren, wie zum Beispiel Port Forwarding. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte mich auf diese VM nachher einloggen können mit SSH, und ich forwarde mir den Port 22 in der VM auf irgendeinen lokalen Port auf meinem Rechner. Und dann kann ich, wenn ich mich auf diesen lokalen Port connecte, nachher mich auf die Maschine verbinden mit SSH. Und
Ich kann zusätzliche Pakete installieren, was manchmal wichtig ist, wenn ich Cross-Plattform irgendwas noch bauen möchte. Da komme ich dann noch dazu, da gibt es dann auch noch Möglichkeiten. Dann gibt es die Project Section, also den Abschnitt im XML, der Project heißt. Der spezifiziert mir jetzt die innere VM, die in der Target-Architektur läuft und für diese ganzen Installer-Sachen verwendet wird. Und die hat wieder eine Mirror-Section, das heißt, ich spezifiziere auch hier, wo kommen meine Debian-Pakete her, und spezifiziere auch hier die Suite, also welche Debian-Release das sein soll. Und dann gibt es eine Build-Image-Section da drin, die zum Beispiel zusätzliche Pakete definieren kann und Ähnliches. Also wir haben, wie schon gesagt, zwei VMs. Die äußere VM läuft mit der Architektur wie der lokale Rechner. Und die innere VM, für die diese Section ist, ist dann in der Target-Architektur. Also in den Spielen, die wir heute sehen, eigentlich nur ARM, aber halt verschiedene ARM-Architekturen. Und dann die letzte Section, die interessant ist, ist die Target-Section. Das ist nämlich das, was dann auf meinem Image eigentlich landet. Für Raspberry Pi wird dort MS-DOS HD stehen. Das ist eben eine MS-DOS-partitionierte Harddisk, wobei die halt nicht wirklich hart ist, also Harddisk ist, sondern es ist in dem Fall eine SD-Karte. Das heißt, das definiert mir das Partitionsschema. Und in dieser Target-Section spezifiziere ich dann noch die verschiedenen Partitionen. Das heißt, ich habe einen eigenen FSTAP-Teil, wo ich sagen kann, was gemountet wird. Zum Beispiel möchte ich unter Umständen ein Device-File-System mounten, ein DevFS oder Ähnliches, und diese Sachen schreibt man dann in diese Target-Section. Dann ist ganz wichtig dieses No-Recommend. Debian installiert per Default auch die Recommended Packages mit. Debian hat Required Packages, die ich unbedingt brauche, damit dieses Paket läuft, und Recommended Packages, die ich nicht unbedingt brauche und die ich üblicherweise, wenn ich beschränkten Platz habe, auch nicht will. Deswegen mit diesem No-Recommend installiert, läuft der Debian-Installer dann so, dass die Recommended Packages nicht mit installiert werden. Und dann gibt es schließlich diese Fine-Tuning-Section, die wir uns gleich noch ein bisschen mehr im Detail anschauen, wo man dann eben insbesondere Sachen entfernen kann, die man nicht auf dem Zielsystem haben will, wo man Config-Files erzeugen kann und Ähnliches. Und auch hier gibt es eine Package-List-Section, die mir sagt, welche Pakete will ich überhaupt auf dem Zielsystem haben aus meinem Debian-System. Und hier kann man verschiedene Targets spezifizieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel für ein Deeply-Embedded-System einerseits ein UBFS bauen, was dann in das Flash von dem System geflasht wird und dort davon booten kann. Und ich kann zusätzlichen .h.gz bauen. UBFS ist sehr blöd zum Auspacken, also um reinzuschauen, was ist denn da jetzt wirklich drauf, weil das so eine komische Struktur ist. Es gibt Pakete, mit denen das geht, aber schöner ist, wenn mir das Elbe gleich nach dem .h.gz auspackt, damit ich schauen kann, was da drauf ist. Oder eben für NFS-Boot, um ein NFS-Root-File-System einzurichten, ist es sehr praktisch, wenn das ein Target-Z auch noch erzeugt. So, dann haben wir ein Beispiel. Jetzt glaube ich, ein bisschen schauen, weil ich sehe das nicht jetzt. Erstmal schauen, wo mein Cursor ist. Da ist er.
Da sieht man jetzt mal diese Sections, das heißt, es fängt mal mit NS0 Root File System und so weiter an. Dann kommt die Beschreibung der Init-VM bis dahin. Die sagt mir jetzt einfach mal hauptsächlich welche Architektur, also in dem Fall AMD64, das ist so ein Standard 64-Bit PC-Architektur. Und dann das Mirror-Setup, der sagt mir einfach, wo kommt die einzelnen, der Mirror her. Und in dem Fall sieht man Primary Host B, das ist irgendwas Lokales, das ist also ein Setup, was mir aus dem lokalen Netz den Debian Mirror nimmt, damit das ganze Werkel schneller vonstatten geht. Das kann natürlich auch irgendein Remote Mirror sein. Dann schauen wir uns die nächste Section an, das ist jetzt also für einen Raspberry Pi. Ja? Dann haben wir diese erwähnte Project Section. Bitte. Nee, ich kann es leider nicht mehr viel größer machen, aber es ist auch, ich tue die Sachen dann auf die Webseite stellen, dann kann man sich das ein bisschen anschauen. Aber einfach, um das nochmal so ein bisschen überblicksartig zu zeigen. Sehen es manche oder hat es überhaupt keinen Sinn? XML halt, ja. Dann haben wir hier wieder eine Mirror-Section in dem Project. Das spezifiziert mir jetzt, wo diese Sachen herkommen. Und da habe ich jetzt eben raspbian.org drin. Das heißt, das ist ein Raspi-Image und ich installiere jetzt direkt von raspbian.org die Sachen aus dem Raspi-Repository mit dem Wissen, dass das nicht schnell gehen wird. Ja? Also es kommt halt dann übers Netz und je nachdem, wie gut meine Internetanbindung ist, dauert es dann ein bisschen länger. Und dann haben wir die Target-Section. Die sagt mir jetzt, wie heißt dann der Hostnamen? Das steht dann in etc/hosts. Ich kann ein optionales Passwort und so eingeben, was ich da als Login auf diesem, in diesem Image haben möchte. Was man dann tun sollte, wenn das Ding über NFS erreichbar ist, ist Login nur mit Public Key bitte. Ja? Wir haben jetzt so viele Embedded Devices gehabt, die in Botnetzen sind, weil genau ein rein kompiliertes Passwort ist, was kein Mensch ändern kann. Also selbst wenn man im Webinterface das Passwort ändert, bleibt dieses rein kompilierte Passwort da. Also will man unter Umständen gar nicht, aber wenn man es will, dann bitte nur über irgendein Debug-Interface, was dann nachher in diesem Device drinnen ist, wo man es aufmachen muss, dass man sich auf das Device über die Konsole einloggen kann, aber bitte nicht über SSH ein rein kompiliertes Passwort hier im Image drin haben. Da möchte man dann in SSH, dass man sich nur mit Public Key einloggen kann und dann ist es wieder relativ sicher, wenn nicht der Secret Key von irgendwem geleakt wird. Dann ist die Größe hier, wie groß die Partition sein soll. Das sind hier 1900 Megabyte. Das heißt, das ist so eine 2 Gigabyte SD-Karte. Das sind die echten Megabyte, also in 1024 Byte pro Kilobyte. Und deswegen ist es ein bisschen weniger, weil eine SD-Karte halt nicht wirklich 2 Gigabyte groß ist. Und dann kommt das eigentliche FS-Tab, das haben wir schon gesagt, das schauen wir uns jetzt auch noch ein bisschen genauer an. Das spezifiziert mir jetzt die verschiedenen Mount-Points und da haben wir eben einen X4-Mount-Point, das ist das Root-File-System und ein VFAT-File-System mit /boot. Das braucht der Raspberry, im /boot sind dann noch ein paar Dateien, die er am Anfang laden muss, weil das ja nicht so eine ganz offene Hardware ist. Das ist so eine typische Raspi-Setup-Geschichte. So, und dann kann man Feintuning machen. Ich tue da jetzt im Feintuning var cache apt archives weghauen. Das ist also das, was der Debian-Installer selber an Cache produziert. Das tun wir da weg. Und es gibt diese Persistent Net Rules, das kennen vielleicht einige, wenn man ein Debian ansteckt an ein Netzwerk und ein Netzwerkdevice das erste Mal gefunden wird, dann heißt es ETH0 und wenn sich jetzt am Netzwerksetup irgendwas ändert, dann heißt es plötzlich ETH1 oder so, weil er eben diese Netzwerkdevices persistent haben will. Wenn ich jetzt dieses Image auf mehreren Raspberry Pis verwenden will, auf verschiedenen, die unterschiedliche MAC-Adressen haben, dann will ich nicht, dass das jedes Mal ETH1 heißt oder irgend sowas. Deswegen werfe ich diese Regel komplett weg. Das so als Beispiele, was man tun kann. Und dann eine Paketliste,
Raspberry Pi Bootloader, Less, Bash. Man sieht schon, man muss ziemlich viel explizit spezifizieren. Das ist also hier so eine ganze Liste. Da steht Asterisk dabei. Asterisk ist so eine Open-Source-Telefonanlage. Also Ziel ist, den Raspberry in dem Fall als Telefonanlage zu verwenden. Aber der Fantasie sind natürlich keine Grenzen gesetzt, was man da drin will. Gut, gehen wir zurück. Wie kann man das Ganze kleiner machen? Wir haben ja jetzt gesehen, für einen Raspberry Pi mit 2 GB, zuckt mal die Schultern, das ist so, haben die PCs vor ein paar Jahren noch gehabt, also das ist irgendwie jetzt nicht so klein. Es gibt aber durchaus Embedded Linux-Systeme, wo wir deutlich weniger Platz haben. Als Beispiel, was ich dann jetzt in der Folge zeige, ist ein System, da habe ich insgesamt 128 Megabyte NAND-Flash und auf das sollen 2 Images drauf, damit ich ein Upgrade machen kann in the field, also über irgendeine Netzwerkverbindung das zweite Image schreiben und dann versuchen, von dem zu booten. Und ein Kernel soll auch noch drauf und ein Bootloader und ein bisschen die ARM haben immer ein Device-Triplop, wo die Beschreibung von dieser Hardware ist, damit der Kernel dynamisch oder halbdynamisch man einen generischen Kernel nehmen kann für eine bestimmte Hardware und dann dem Kernel sagt, heute ist dein I²C-Bus auf der Adresse und es gibt die und die I²C-Devices und so weiter und so fort. Ja. Das macht der Device-Triplop, den wollen wir da auch noch drauf haben, der ist relativ klein. Und wie tun wir das jetzt? Ja? Das erste Mal, wir haben für NAND-Flash üblicherweise das UBFS heutzutage, das ist ein Treiber im Linux-Kernel, der direkt mit diesem Flash-Chip redet. Also das Ding ist nicht ein Block-Device, wie wir es kennen, wo wir einfach das ganze Filesystem draufspielen, sondern da managt der Kernel wirklich das Löschen von Blocks und so weiter und so fort. Und das UBFS kann mit diesen Dingen umgehen und ist darauf optimiert, auf solchen NAND-Flashes zu existieren. Das UBFS kann nicht auf einem Block-Device installiert werden. Ja? Ich kann nicht auf meinem Desktop-PC auf eine Festplatte oder so eine Partition machen, wo ein UBFS drauf ist. Das geht nicht. Das UBFS braucht zwingend unten drunter diese NAND-Flash-Architektur. Es gibt, glaube ich, einen Emulator, damit man das auch auf einem PC testen kann, aber man sieht schon, da steckt mehr dahinter. Auf jeden Fall No Recommend, hatte ich schon erwähnt. Das heißt, wir wollen keine Pakete, von denen Debian glaubt, das ist eine gute Idee, die zu installieren, sondern wir wollen nur die Pakete, von denen Debian weiß, dass sie unbedingt benötigt werden, damit das Paket, was ich explizit installiere, funktioniert. Also nur die Required-Pakete. Und dann gibt es den Diet-Mode. Der ruft mal keine Post-Init-Skripts auf, die oft noch irgendwelche Dinge erzeugen, insbesondere Config-Files, also irgendwelche Default-Configs. Da muss ich mich selber drum kümmern, weil von ganz vielen Paketen will ich diese Default-Configs gar nicht. Da sind nur ein paar Executables dabei, die interessant sind. Also dieser Diet-Mode, den drehen wir auch auf. Und dann brauchen wir ziemlich viel Feintuning. Das ist mal so euphemistisch gesagt, may need, aber braucht man sicher, ja, wenn man so klein werden will. Und das Schöne ist jetzt die Busybox. Weiß jemand nicht, was Busybox ist? Sind wir alle Embedded-Entwickler? Ich sage es trotzdem noch mal kurz, ja, da sehe ich wen. Busybox ist ein Executable, was alle Unix-Tools, die man so standardmäßig braucht, wie LS, Shell, und wenn man Shell-Skript schreiben will, braucht man einen ganzen Haufen mehr wie grep und so weiter. Ja, cut ist alles in einem Executable drin, was anhand von dem Namen, mit dem es aufgerufen wird, weiß, was es heute tun muss. Und der Vorteil von sowas ist, es braucht viel weniger Platz. Ja? Es gibt zwei Varianten. Es braucht dann weniger Platz, wenn man es statisch linkt, weil dann die ganze Library nur einmal drin ist in diesen Busybox. Das war so die ursprüngliche Idee. Aber es wird auch, wenn man es dynamisch linkt und die Library nochmal extra hat, deutlich kleiner, als wenn ich die ganzen Tools einzeln installiere. Ja? Und das ist mal die Voraussetzung, um überhaupt so klein zu werden. Das Schöne ist, Debian hat eine Busybox fixfertig mit dabei.
in zwei Varianten, nämlich statisch gelinkt und dynamisch gelinkt. Ich verwende hier dynamisch gelinkte. Warum? Weil ich die dynamischen Libraries für den anderen Kram, den ich installiere, sowieso brauche. Und dann macht es keinen Sinn, die Libraries einmal im Busybox Executable und einmal in dem dynamisch gelinkten zu haben. Statisch gelinkt macht dann Sinn, wenn ich ein System reparieren muss, wo ich nur noch die Busybox habe und alles andere nicht mehr funktioniert. Dann macht eine statisch gelinkte Busybox Sinn. Wir wollen hier die dynamische. Was man zusätzlich noch machen kann und was man hier auch oft braucht, es gibt eine Archive-Section, da kann man zusätzlich ein .tar.gz in das XML-File reingeben, als Base64-encoded.tar.gz. Das ist ein grauslicher Hack, aber dient halt wieder dem Zweck, dass man sozusagen alles an einem Platz hat, in einem XML-File, und dieses XML-File spezifiziert, wie das Ganze wirklich funktioniert. Das muss man nicht von Hand erzeugen, sondern es gibt Elbe Change Archive XML File Archive und dann klatscht er das da rein an die richtige Stelle und liefert ein XML File wieder als Output. Das ist eine gute Idee, wenn man viele Config-Files hat oder einige Config-Files hat, die so lang sind, dass man sie nicht dynamisch dann in irgendeiner Feintuning-Rule erzeugen will mit einem Shell-Skript, sondern halt in so einem XML-File drin hat. Es macht Sinn für Busybox-Install. Busybox wird am Anfang installiert, aber die ganzen Links, wie zum Beispiel ls linked auf Busybox und cut linked auf Busybox und so weiter. Dazu muss ich die Busybox erstmal laufen lassen, damit sie diese Links erzeugt. Da gibt es entsprechende Programme in der Busybox schon reinkompiliert, dass das geht. Aber die muss ich in der Feintuning, während dem Feintuning irgendwie aufrufen, dass mein Image dann nachher diese ganzen Links enthält. Das heißt, ich habe das Busybox Executable, User bin Busybox zum Beispiel oder bin Busybox, und dann gibt es den Link bin cut auf bin Busybox. Typischerweise nehme ich Hardlinks, weil die kleiner werden auf diesen Filesystemen. Man kann aber auch Symlinks nehmen, das geht genauso. Je nach Filesystem sind Symlinks unter Umständen sogar vorteilhaft. Und dann muss man die dynamisch erzeugen. Dazu kommt, dass manche von diesen Bin-Files, die Busybox beinhaltet, auch in anderen Paketen drin sind, die Debian installiert. Und das hat einen Grund, dass er dann nicht das Busybox-Executable nehmen kann, weil oft das Busybox, da haben die einzelnen Utilities minimale Funktionalität. Und manchmal braucht halt irgendein Init-Skript von irgendeinem anderen Tool das gleiche Executable, nicht aus der Busybox, sondern das Originalding mit mehr Optionen oder irgendwas. Und wenn man da nicht das Originalding hat, dann läuft das nicht durch, das Init-Skript, sondern spuckt irgendwelche Fehlermeldungen. Das heißt, dieses Linken von Busybox will man selektiv machen. Man will nur manche Links von der Busybox verwenden, aber nicht alle Tools, die Busybox eigentlich kann, ja, sondern halt nur die, die nicht da sind. Und was man da auch reinpacken kann, was ich aber nicht empfehlen würde, ist eigene Executables dort rein, die also für die Target-Architektur schon kompiliert sind. Die kann man auch in dieses Target-Z rein, aber wir werden gleich sehen, da gibt es noch eine schönere Möglichkeit. So, dann wollte ich noch das andere Image anschauen. Und jetzt muss ich erstmal wieder meinen Cursor finden. So, wie habe ich das genannt? LBXML. Da sehen wir also wieder diese erste Section, die ist, oder wir sehen es nicht so ganz, aber ich sage was dazu. Und das habe ich vorher nicht gehabt. Was man hier machen kann, es gibt in der Init-VM eine Port-Forwarding-Section. Da sagt er jetzt zum Beispiel Forward-Protokoll TCP,
Im Build-Environment hat es den Port 22, auf dem Host hat es den Port 5022. Und wenn ich dann SSH localhost mache, SSH-P5022 localhost mache, connecte ich mich auf die VM. Das macht also Port Forwarding aus der VM auf meinen lokalen Host. Den 7588 braucht er selber, um sich, dass man sich attachen kann auf dem Host. Da verwendet er irgend so etwas Ähnliches wie Screen, um dann eine Konsole auf dieser virtuellen Maschine zu bekommen. Das ist jetzt die Build-virtuelle Maschine. Dann haben wir wieder das Project. Das ist weitgehend unverändert, außer dass ich jetzt hier ein lokales Repository mache, was lokal liegt. Und ich brauche diese Linotronics-Sachen, das ist Elbe selber, also das ist die Firma, die Linotronics macht. Dafür habe ich keinen lokalen Mirror, das ist auch nicht so viel. Die holt er sich dann direkt aus dem Netz. Und dann haben wir das eigentliche Target. Da braucht man auch noch ein paar Sachen, weil ich will nachher was cross-kompilieren. Das heißt, ich brauche auf dieser Bildmaschine, das ist die, die schon auf ARM-Architektur läuft, noch einige zusätzliche Pakete, wie zum Beispiel libssl und so weiter. Und das ist auch sehr wichtig, dass das aus Debian kommt und nicht wieder irgendeine cross-kompilierte Library ist, die einen fragwürdigen Update-Zustand hat. Das heißt, es ist auch eine sehr gute Idee, auf dieser Target-Maschine die Software zu übersetzen, besonders wenn SSL drin ist. Wir alle kennen die Geschichte von, ich mag dieses Ei und dann dieses Herz mit den Blutstropfen OpenSSL. Ich weiß nicht, ob jemand das T-Shirt kennt. Das spielt auf Heartbleed an, was ja so einer der letzten großen Dinge war. Also SSL, insbesondere so Security-Libraries, sollten aus Debian kommen und sollten aktuell sein. Und dann haben wir das Target. Und auch da ändert sich jetzt was. Wir haben jetzt hier ein NAND-Image. Das heißt Images, MTD heißt Memory Technology Device. Das ist ein NAND-Flash oder irgend sowas. Und dann haben wir den Namen, wie das dann nachher heißen soll. Das soll NAND-Image heißen. Das hat jetzt 61.184 KB. Das ist weniger als 60 MB, weil wir ein Kilobyte halt 1024 hat. Und dann haben wir eine UBI Volume Group. Das ist dieses UBIFS. Das hat bestimmte Parameter, die von der Hardware vorgegeben sind. Ja? Also diese Max Logical Erase Block Count und so Grauslichkeiten, die muss man wissen für das Device, was man heute hat, weil das Flash-File-System in der Hardware-Beschreibung, da steht drin, wie groß diese Erase Blocks sind. Ja? Dann haben wir die Größe von dem Ding, wie groß dieses Image dann schlussendlich werden soll und damit es dann noch auf diese Partition passt. UBI-File-System ist schreibbar, das heißt, ich kann in das NAND-File-System dann ein Update machen. Es macht aber unter vielen Gegebenheiten Sinn, das Ding read-only zu mounten und alles, was sich ändert, in irgendwelchen RAM-File-Systemen zu haben. Warum? Weil das Flash durchs Schreiben altert. Ja? Das heißt, man will eigentlich nicht im laufenden Betrieb irgendwelche Warlog, irgendwas Daten da in das Filesystem reinschreiben, aber man könnte. Ja? Und deswegen ist dieses Filesystem ein bisschen kleiner als das, was wir an Platz haben, also zwei Drittel ungefähr von dieser Partitionsgröße. Dann haben wir eine FS-Tab, die sagt mir, was alles gemountet wird. Und da sehen wir, wir haben als erstes mal das Root-File-System, das ist dieses UBIFS. Klar, das wird nochmal gepackt. UBIFS kann man nochmal zippen, also LZO ist dieser Pack-Algorithmus. Und dann müssen wir halt diese Standard-Mounts wie sysfs, also auf /sys, dev PTS, also für die PTY-Devices, dass ich mich mit SSH einloggen kann und so weiter.
da habe ich mal ziemlich lange gesucht, weil ich das Ding read-only gemountet hatte und mich gewundert habe, warum der SSH nicht geht. Der will nämlich dynamisch diese PTY-Devices anlegen und es geht natürlich nicht, wenn das Filesystem read-only gemountet ist. Also man kann dort auch Fehler machen, die schwierig zu finden sind. Und Proc-File-System kennen wir auch, müssen wir auch explizit in die FS-Tab reinschreiben hier, damit das gemountet wird von dem System. Temp-File-Systeme in bestimmten Directories. Man sieht, ich mounte hier ein Temp-File-System auf slash temp, nona, aber auch auf slash var slash log. Ich will die Log-Files nicht aufheben, insbesondere will ich sie nicht in ein NAND-File-System schreiben, wo mir das NAND-Flash dann in kürzester Zeit abbraucht. Also gute Idee, solche Dinge. Man muss sich dann natürlich überlegen, wie kommen die Log-Dateien raus aus dem System, wenn ich sie brauche. Syslog hat da sehr angenehme Optionen, dass man es gleich übers Netzwerk loggen kann. Das sollte man dann halt verwenden. Aber falls hier zufällig irgendwelche lokalen Logs landen, möchte man die nicht ins NAND-Flash schreiben. Ja, und dann kommt eine riesen Feintuning-Section, wo ich halt jetzt alles Mögliche entsorge. Ja? Da gibt es erstens mal dieses nette RM. Das heißt, ich hau hier .in-Files sind so Überbleibsel von irgendwelchen Passwort-Updates. Ich hau einige DPKG-Directories, also so irgendwelche Sachen weg. B2TCP kopiert aus dem Build-Environment ins Target-Environment, Build-to-Target, irgendwelche Sachen rüber. Da kopiere ich mir ein etc-passwd hin und tue das dann nachher noch modifizieren in irgendeinem Skript. Und ziemliche Grauslichkeiten mit Replacement von irgendwelchen Sachen in etc-group und so. Aber man sieht, das meiste sind hier RMs. Ja? Also ich schmeiße hier ganz viel weg, insbesondere praktisch alles, was in User Share ist. Das sind alles Dinge wie Manual Pages, irgendwelches Zeug, was von Paketen dorthin installiert wird, von dem Debian glaubt, sie sind interessant. Die sind auf einem Desktop-System auch interessant, aber auf einem Embedded-System, wo ich 40 MB dann habe, um das unterzubringen, will ich die nicht haben. Jo, das ist also mal das Wichtigste, die Botschaft. Feintuning dient in erster Linie dazu, ganz viel wegzuhauen. Ja. Dann gibt es Command, ist einfach irgendein Command-Ding, wo man Dinge in ein... Also wir sehen hier, es sind ziemlich viele RMs. Dann gibt es die Package-Liste, da steht dann drin, also welche Pakete will ich jetzt wirklich am Target haben. Da sehen wir so Sachen wie NTP, wir wollen gerne Uhrensynchronisation haben. GDB-Server ist ganz nett zum Remote-Debuggen. Ich kann unter GDB-Server ein Executable starten und kann mich dann remote mit dem GDB übers Netzwerk auf den GDB-Server drauf und kann von remote auf diesem Target dann debuggen. Das sind so Dinge, die man gerne will, für die man, wenn man es alles selber macht, relativ viel Zeit aufwendet und so braucht man es nur aus Debian installieren. Und dann sieht man so ein Archiv, wo auch nochmal irgendwie ein Haufen Mist drin ist. So, das war mal, damit man sich was vorstellen kann. Ich hoffe, ich habe genug dazu gesagt für die, die es nicht sehen. Dann möchte ich noch erwähnen, Elbe hat einen P-Builder, einen Package-Builder, mit dem man lokale Debian-Pakete bauen kann, also welche, die nicht aus Debian kommen, sondern die ich selber erzeugen möchte, für die Target-Architektur, also Cross. Das braucht ein ganz normales, also ich weiß nicht, wer schon mal Debian-Pakete gebaut hat, so ein Debian-Directory mit einem Changelog-File, einem Compat-File, das mir sagt, welche Version von dem Debian-Package-Builder habe ich heute, ein Control-File und Regeln. Das Rules-File ist im Prinzip ein Mac-File. Ja. Und diese gebauten Pakete kann man sich dann entweder aus der VM holen oder man lässt sie in der Target-VM drin, dort sind sie ja erzeugt worden, und verwendet sie dann, wenn man das Image nachher baut. Das heißt, ich kann einige Pakete bauen und dann erzeuge ich das Image und kann diese Pakete gleich von da installieren und brauche sie nicht aus irgendeinem externen Repository oder so holen. Was auch noch ganz wichtig ist, Elbe erzeugt einen sehr langen, aber sehr brauchbaren Report. Das heißt, dokumentiert, was ist da eigentlich jetzt heute passiert. Speziell, wenn man Feintuning-Rules schreibt, kann es immer mal passieren, dass ich da
irgendeinen Bug drin habe, mein Lieblingsbug ist der, dass es XML ist und dass ich irgendein größer oder kleiner Zeichen nicht richtig gequotet habe. Ja. Meistens fällt es auf, weil es dann schon von der Syntax her nicht richtig ist, aber das ist so einer der Fallen von XML. Man sieht, ich bin kein so Fan von XML, aber für den Fall ist es vielleicht eine gute Lösung. Es sagt mir als erstes mal die Elbe-Version und den Zeitstempel, wann das passiert ist. Das ist ganz gut, wenn ich später mal einen Fehler suche und eine andere Elbe-Version habe und mich wundere, warum irgendwas nicht geht, dann habe ich vielleicht einen Bug oder in der Elbe-Version. Es gibt mir die Paketlisten und zwar sowohl von der Bild-VM, also von der VM, die ich zum Bilden verwende, als auch das, was nachher am Target an Paketen landet, was nicht das Gleiche sein muss. Es extrahiert dieses Archiv in dieser Archivs-Section, also dieses, was ich ganz zum Schluss gezeigt habe, dieses binäre Gibberisch, das ist ja ein Target-Z-File, das packt es zweimal aus, und zwar einmal vor Feintuning und einmal nachher. Das heißt, ich kann im Feintuning nichts aus diesem Archiv, was ich ausgepackt habe, wieder wegwerfen, weil er packt es nochmal aus. Das muss man wissen. Aber ist vielleicht eine gute Idee, dass es so ist. Dann gibt er mir ein detailliertes Log vom Feintuning mit allen Fehlermeldungen, weil wenn ich im Feintuning irgendein Programm aufrufe und es heute nicht das tut, was ich geglaubt habe, was es tut dort im Feintuning, dann ist es sehr gut, dort eine Fehlermeldung zu haben. Und es gibt mir eine Liste aller Files auf dem Target-Image und insbesondere auch, wo das File herkommt. Das sagt mir also den Paketnamen von Debian, wenn es aus einem Debian-Paket kommt. Das sagt mir Feintuning, wenn es im Feintuning von mir selber erzeugt worden ist, mit Echo, Hostname, größer, etc. Hosts oder so. Ja. Dann sagt er mir, dass das so erzeugt worden ist. Und dann gibt es mir eine Liste von allen Files, die gelöscht wurden. Also zum Beispiel mit einer RM-Regel aus dem Feintuning. Das ist auch sehr wichtig, weil manchmal löscht man Dinge, die man eigentlich doch nicht löschen wollte. Also essentiell, um nachher zu debuggen, was ist da passiert. Und das rauszufinden, was ist jetzt heute überhaupt passiert. Da möchte ich noch ein bisschen Beispiele geben. Das Hauptkommando ist Elbe. Funktioniert genauso, wer schon mal Git verwendet hat als Versionskontrolle mit so Subkommandos. Genauso funktioniert Elbe. Das heißt, ich sage immer Elbe, Subkommando und dann noch irgendwas, was ich als Parameter übergeben möchte. Das wichtigste Kommando ist Elbe init vm, um mal damit zu starten. Damit kann ich eine neue Bild-VM, also die gleiche Architektur hat wie mein Hostsystem, erzeugen. Typischerweise ist die 10 GB groß, weil sie hat ja noch eine andere VM innen drin, wo ein Debian-Installer läuft und so. Also man sollte genug Platz haben, man kann sie auch größer machen. Dann kann ich mal die erzeugen. Dazu gebe ich dieses XML-File, was die Definitionen enthält, an und erzeuge eine Init-VM. Dann das startet die Init-VM auch gleich. Aber wenn ich jetzt den Host rebootet habe oder diese VM irgendwie gestorben wurde oder so, dann möchte man die gerne neu starten können. Das passiert mit Elbe init vm ensure. Es gibt auch Elbe init vm start, aber das macht eine blöde Fehlermeldung, das ensure, wenn es schon läuft. Das ensure ist schöner, wenn man es in einem Makefile oder irgend sowas verwendet, weil er dann einfach die init vm startet, wenn sie nicht läuft und sonst nichts tut. Dann kann ich was submitten, also einen Job, der gebaut werden soll. Das heißt, ich gebe ihm das XML-File und sage Submit und dann baut er mir dieses Image. Das ist eigentlich das, was ich brauche. Den P-Builder kann ich verwenden. Da erzeuge ich eine P-Builder-Projekt. Das ist dieses Write-Project, das ist dieses elbe.prj. Das heißt, ich erzeuge aus diesem Definitionsfile eine P-Builder-Instanz am Bild-Target, mit der ich dann mit P-Builder irgendwelche Sachen bauen kann. Und dieses Project-File ist einfach irgendein langer Name. Das ist im Prinzip das Directory, wo das gebaut wird, damit ich entscheiden kann, welche Pakete sollen wo gebaut werden, wenn ich mehrere Architekturen habe. Oder damit ich, wenn ich wieder neu starte, sicher bin, dass ich wieder auf der grünen Wiese anfange. Dazu ist dieses Kommando. Dann gibt es Elbe Control, da kann ich das etwas feiner aufsplitten. Das ist jetzt immer
Elbe-Control-Aufrufe, also man stelle sich hier immer Elbe-Control vor, sonst wäre es sich nicht auf die Folie ausgegangen. Das heißt, ich kann mal ein binäres Bild machen. Das Minus-Bild-Bin erzeugt mir nicht die Source-CD, die ich sonst dabei hätte. Das spart ein bisschen Zeit. Also wenn man entwickelt und mehrfach baut, will man eventuell die Sourcen nicht dabei haben. Und dann warte ich, bis dieses Bild fertig ist mit lb-control-wait-busy. Ich gebe immer dieses Project-File mit an als Shell-Expansion, wo er das da einfügt auf der Kommandozeile. Und dann sage ich lb-control-get-files. Dann kriege ich eine Liste von allen Files, die erzeugt worden sind. Und dann get-file ohne s holt mir dann ein bestimmtes File aus dem Image. Und dann habe ich eben diesen lb-report, mein NAND-Filesystem und mein TargetZ-NFS-Root-Filesystem. Ja, wo gibt es das? Die Folien werde ich auf meiner Homepage haben, also wer sich das notieren mag, die werde ich online stellen. Die orangen Dinger sind Links dahinter, also man kriegt das dann aus dem PDF raus. Es gibt das Elbe Home. Dann gibt es eine Overview, wo wirklich Schritt für Schritt die Instruktionen sind und auch Schritt für Schritt dieses XML erläutert wird. Download natürlich. Aktuell ist Elbe Testing. Ich würde auch nicht empfehlen, das Elbe Stable zu verwenden, sondern direkt auf Testing zu gehen. Das Elbe Stable kann zum Beispiel noch keine Package-Builder-Sachen. Dann gibt es eine Referenz für dieses Elbe-Schema, für dieses XML. Es gibt eine Mailingliste und die heißt Elbe Devil. Beantwortet aber auch User-Questions, also ich habe da auch schon ein paar Anfängerfragen durchaus gestellt. Man wird durchaus freundlich behandelt. Jo, gibt es Fragen? Ein paar Minuten haben wir noch für Fragen. Bitte. Ich habe Elbe früher jahrelang verwendet, aber jetzt nicht mehr. Und bin jetzt eigentlich sehr verliebt in Multistrap und CD Bootstrap, ja? Weil es geht einfach um Hausecke schneller und weniger schmerzfrei. Jetzt wollte ich mal fragen, wie deine Erfahrungen sind mit Multistrap und habe ich noch nicht verwendet. Baust du für Deeply Embedded? Also die Frage war, mit Bootstrap, CD Bootstrap zu arbeiten und wie da die Erfahrungen sind. Ich habe es selber nicht verwendet. Also baust du für Deeply Embedded? Haben wir kein Mikro mehr? Haben wir nicht, gell? Also ich bin der Maintainer von diesem besagten UBIFS. Von? UBIFS. Ah, okay. Maintainer von UBIFS. Gut, ja. Na, also, und bei mir ist das Problem halt immer, im Elbe ist unsagbar langsam und was mich extrem geärgert hat, du hast einmal ein XML-File, willst das dann bauen mit einer neuen Version, das geht einfach nie. Du musst immer noch immer Elbe mit archivieren. Okay, also die Aussage war, wenn man Elbe mit einer älteren Version und dann von der Version upgradet, dass es dann immer noch Änderungen braucht und man Elbe mit archivieren müsste, habe ich so noch nicht. Also ich habe von Anfang an mit Testing, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass ich es immer wieder gehabt habe, dass er gesagt hat, er kann jetzt mit dieser Init-VM nicht mehr arbeiten, weil ich es Elbe abgegradet hatte, was dazu geführt hat, dass man nicht mal mehr das Kommando, um die alte Init-VM, die noch lief, zu killen, ausführen konnte. Ich weiß natürlich, wie ich es tot kriege, aber es gibt so ein paar Unschönheiten. Ja. Und dass es lange dauert, stimmt definitiv. Ja. Wenn du baust eine RootFS für MIPS, dann kannst du einen Tag rechnen. Ein Tag, nur Bildzeit für deine E-Mail mit BM. Okay, also die Aussage war, es dauert einen Tag, eine Init-VM für MIPS zu bauen, ist nicht meine Erfahrung. Also bei mir dauert es eine gute Stunde. Arm. Ja. Arm und ich weiß nicht, wie gut der Emulator für MIPS ist. Es könnte sein, dass das auch eine QEMU-Frage ist. Und ich habe natürlich alles in lokalen Repositories. Das Problem ist, ich bin bei MIPS, weil der MIPS ist Big Endian und aus dem QEMU nur beschäftigt mit Beizwochen. Okay, ja. Also Aussage war, mit MIPS dauert es wegen Endianness länger, dass einfach dort die falsche Endianness ist zur x86-Architektur. Gut, dann weitere Fragen oder Antworten? Dann danke für die Aufmerksamkeit. Merci.